Action. Herzlich willkommen bei Rosenstein TV. Heute wieder die Wanderung auf dem Rösleweg mit Herbert Medek. Er zeigt uns vom Verschönerungsverein aus den Rösleweg. Und ihr seht im Hintergrund, die U6 fährt vorbei. Wir sind jetzt in Weilimdorf in Feuerbach beim Sportpark, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Also letzte Tour für dieses Jahr, 5. von 5. Und nächstes Jahr geht es weiter, den Rest vom Weg. Schätzungsweise 6 Touren, da sind wir dann wieder mit dabei. Und jetzt viel Spaß beim virtuellen Mitwandern. Und tschüss. Nur eine Minute, aber da kommt Köpan in der Zeit. Ich bin ja ganz beeindruckt, dass so viel tatsächlich gekommen sind. Jetzt sind wir 12, wenn ich es recht gezählt habe. Mit unserem jüngsten Vereinsmitglied heute auch dabei. Herzlich willkommen. Irgendwann kann er selber laufen. Ja. Dann kann er die Wander sehen, ob er dann noch Lust hat zu wandern. Wenn man getragen wird, ist ja einfach. Ja, also wir wandern eigentlich 2 Haltestellen. Ja, weil in der übernächsten Haltestelle ist unsere Wanderung wieder zu Ende. Und im Zwischenzeitraum steigen wir 135 Meter den Berg hoch und dann wieder 135 Meter den Berg runter. Und werden im Wesentlichen halt durch Wald gehen. Ich will mal gucken, dass wir mit den Wegen einigermaßen klarkommen. So im Bereich der Burg Dischingen, da ist wahrscheinlich ein bisschen Naturweg. Aber ansonsten werden wir schauen, dass man möglichst asphaltiert oder so, dass die Schuhe nicht gar so sehr drunter leiden. Regen, ich glaube, gerade hat es wieder angefangen. Ein bisschen, ja, es wird dazwischen wahrscheinlich immer mal ein bisschen regnen, aber es macht ja nichts mehr. Und ich hoffe, dass Sie einen Schirm dabei haben. Und an ein paar Stellen erzähle ich, auf der Route gibt es zwar ja, doch wichtige Dinge, aber nicht so viel. Ja. Aber wir haben ja unseren Forstmann dabei, der vielleicht wieder einen Baum entdeckt, der eine Besonderheit aufweist oder besonders typisch ist oder besonders selten ist und dann vielleicht das noch dadurch ein bisschen anreichern kann. Also starten wir. Sind ja heute auch Teilnehmerinnen, Teilnehmer dabei, die bisher nicht dabei waren. Unsere Wanderung wird gefilmt. Wenn Sie nicht auf dem Film zu sehen sein wollen, der Film wird auch gestreamt über YouTube. Da kann man sich den anschauen irgendwann. Und wer da nicht drauf sein will, der schaut halt, dass er hinter ihm läuft. Na, das sieht man nicht.
Gucken wir mal, was ich da alles habe. Das brauche ich. Das brauche ich nicht. Also, jetzt sind wir wieder auf dem Trail sozusagen. Wir haben unseren Weg wieder gefunden. Werden ihn aber, er geht eigentlich dort rum, werden ihn nicht dort lang gehen, wir gehen da lang. Auf der Steinstraße, hier von der Hohen Warte aus. Höhe jetzt 425 Meter über normal Null. So zum Vergleich, die Stuttgarter Innenstadt liegt bei 250. Der Monte Schiavellino waren wir vorletztes Mal auf 511. Ja, ist aber ein Auffüllberg, durch Trümmerschutt aufgeschüttet, 40 Meter. Die höchste Erhebung in Stuttgart ist die Bernhardshöhe. Oben am Autobahnkreuz Vaihingen 549, ist aber auch ein Auffüllberg vom S-Bahnbau und dergleichen. Die höchste natürliche Erhebung ist die Rohrer Höhe mit 523 Meter. Der tiefste Punkt der Stadt ist Klärwerk in Mühlhausen. Alle Wässer fließen zu Tal und es hat eine Höhe von 205. So, also wir sind jetzt schon etwas abgehoben und haben jetzt quasi unseren Weg erreicht. Hier starten wir und es ist eine historisch sehr bedeutsame Geschichte. Nicht der Brunnen, der ist auch bedeutsam, der stammt so aus dem Jahr um 1900. Ein Ventilbrunnen. Es gibt viele Ventilbrunnen in Stuttgart. Ventilbrunnen bedeutet, dass in dieser Brunnensäule Ventile arbeiten, damit sie per Schwengelbewegung Wasser rausbringen. Ja, und dazu bedarf es von Ventilen, die sich öffnen und schließen, wenn der Schwengel bewegt wird und dann kommt Wasser raus. Allerdings im Normalfall funktioniert der Brunnen, der von der Bodenseewasserversorgung angeschlossen ist, der wir auch noch begegnen werden auf diesem Weg, nur von Mitte Mai bis Mitte September. So, historischer Grund deswegen, weil hier die Römer vor 1950 Jahren, um so ziemlich genau zu sein, unterwegs waren. Hier war eine römische Fernstraße. Die großen Fernstraßen, die quasi im Römischen Reich geführt waren, sind hier auf dieser Karte dargestellt. Sie sehen unter der Bodensee, aber hier sehen Sie dann Straßburg, Straßburg über Pforzheim, verbunden mit Cannstatt, Cannstatt wieder verbunden mit Augsburg, eine wichtige Fernstraße, verbunden mit Rottenburg und Rottweil, diese uralten Städte im Süden, und dieses Netz und viele kleine Straßen dazwischen, aber dieses Netz wurde in der Zeit von Kaiser Vespasian, der ab 69 nach Christus regiert hat, und seinem Sohn Domitian, der bis 96 nach Christus regiert hat, also in diesen 30 Jahren, knapp 30 Jahren, wurde dieses Netz geschaffen aus ausgebauten Straßen, insbesondere um Truppen Bewegungen möglich zu machen im Römischen Reich und um natürlich auch die Versorgung der Militärkasernen sicherzustellen, aber auch der Leute, die im Römischen Reich lebten, weil man muss sich das schon vor Augen halten. Hier war nicht Deutschland, hier war das Römische Reich. Und das Römische Reich war hier so lange, wie die Pax Romana dauerte. Die Pax Romana dauerte von ungefähr 70 nach Christus bis 261 nach Christus, als die Alemannen ins Römische Reich einfielen. Die schwäbischen Stämme, die aus dem Mecklenburgischen hierher kamen, unsere Vorfahren quasi. Und die Pax Romana war der längste Friedenszeitraum seither hier in dieser Region. Der zweitlängste, den erleben wir gerade. Und mal schauen, wie lange noch. Ja. Und das Römische Reich hat sich hier natürlich in seiner ganzen Verwaltungsmacht, mit seiner römischen Verwaltung etabliert. Jeder war Römer in diesen Jahrhunderten, ganz klar.
Und natürlich eine funktionierende Verwaltung, die braucht Post, eine funktionierende, die braucht Nahrungstransporte, funktionierende, Sachtransporte, funktionierende. Dafür waren diese Straßen. Und die Straßen waren damals ausgebaut in einer Art und Weise, wie auch heute der Straßenbau funktioniert. Also wenn man so eine römische Straße sich anschaut, ja, die hatte also mehrere Schichten, unten angefangen, so von den Begrenzungen hier auf der rechten und der linken Seite, durch Steine waren die begrenzt. Dann kam eine Packlage als unterste über dem Naturboden, als unterste Schicht. Das war oftmals ja, so Mergelgestein, loses Gestein, gröberes Gestein. Auf der Packlage kam dann ein Split, Estrich quasi, und darüber Grobschotter. Und ganz oben, Nummer 5, das war dann Kies oder Pflaster. In vielen Bereichen auch Pflaster. Und an den Seiten Gräben, Drainagegräben, so wie heute jede Chaussee funktioniert. Ja. Und eine leichte Anhebung in der Mitte, dass Wasser zu den Seiten abfließen kann. So baut man heute Straßen. So baut man seit 200 Jahren wieder Straßen. Und das haben die Römer schon gekonnt. Und die haben hier diese Straße so angelegt, bis nach Straßburg, vom Cannstatter Kastell. Und das Cannstatter Kastell war ein Kastell, das so um 70 nach Christus errichtet wurde, als die Römer eine Verbindung suchten zwischen der Rheinachse und der Donauachse. Und da ist ihnen der Neckar aufgefallen. Und dann hat man gesagt, der Neckar wäre doch eine ideale Grenze, um zwischen Rhein und Donau diese Lücke zu schließen. Dann hat man dem Neckar eine Straße entlang gebaut, als Grenzstraße. Das lateinische Wort für Grenzstraße heißt Limes. Ja. Limes heißt nicht Zaun oder Wall, Limes heißt Grenzweg, wenn man es genau übersetzt. Und da waren dann Feldwachen, da waren kleine Kastelle, da waren Kohortenkastelle und immer in Sichtverbindung miteinander. Also nachts mit Feuer, Tönen und so weiter, um tatsächlich, wenn diese Grenze bedroht war, an irgendeinem Ort Alarm zu geben und relativ schnell Soldaten hinzubringen. Aber es war eine offene Grenze. Man hat Handel getrieben mit den Barbaren, die außen auch draußen. Ja. Innen galt das römische Recht, außerhalb galt das Recht der Barbaren. Das war das Recht der Feme, Selbstjustiz. Ja. Du haust mich, ich hau dich. Und diese Straßenverbindungen waren natürlich der größte Ausdruck der Zivilisation. Und insofern ist das nichts anderes wie die A8 heute ja, als Autobahn. Nichts anderes übersetzt aus dem Römischen Reich in unsere heutigen Tage. Und Sie können sich vorstellen, wie diese Truppen da marschiert sind und wie das ungefähr aussah. Hier ist ein Foto von der Via Appia Antica. Ja, so muss man sich das vorstellen. Bloß die Bäume sind, obwohl, da war es auch recht warm in der Zeit, so um Christi Geburt war auch ein Wärmehöhepunkt im nördlichen Europa. Wer weiß, vielleicht haben diese Bäume dann hier auch funktioniert. Herr Dr. Reich, Sie können jetzt besser beurteilen. Also, Hohe Wart, ein Wachturm später, wo auch auf Feuer Acht gegeben wurde, wo eine Wache stand, auch in dem Burgenverbund, der sich seit 1321, seit Stuttgart Residenzstadt, der Grafen von Württemberg wurde, um die Residenzstadt schließt. Angefangen vom Wachturm auf dem Engelberg bei Leonberg, in Sichtverbindung von der Burg Richtenberg oberhalb Gerlingen, Schillerhöhe, wie man heute sagt, in Sichtverbindung mit dem Bergfried der Burg Dischingen, die wir nachher noch besuchen werden, in Sichtverbindung mit der Hochwacht, Hohe Wart, in Sichtverbindung mit der Burg Frauenberg auf der anderen Seite des Feuerbacher Tales, in Sichtverbindung mit der Burg auf dem Wittenberg. Und da hast du ganz genau gesehen, was aus der nördlichen Ebene kommt und konntest entsprechend
Alarm weitergeben. Also, wir gehen auf der alten Römerstraße, der Steinstraße, die deswegen so heißt, weil sie gepflastert war mit Steinen. Relativ neu? Ja. 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 Aber schon. Ein bisschen länger. Okay. Also letztes Mal war es noch nicht, aber ich bin ja schon weil hier nicht. Ja. Ist das was Reales? Oder? Ja, also meiner Einschätzung nach ist es Schloss Mespelbrunn im Spessart. Das war an einem See gelegenes Schloss, das charakteristisch ist durch seinen Turm mit dieser Halbzwiebel und dem gotischen Staffelgiebel bei den Burggebäuden und der Tor. Über dem Tor ist so eine Balustrade, das ist auch charakteristisch eigentlich für Schloss Mespelbrunn. Das gilt als das Märchenschloss quasi schlechthin im Spessart, genau. Also, hier sind wir jetzt wieder auf dem normalen Rösleweg. Letztes Mal kamen wir von rechts und dann sind wir runter zur Bahn gelaufen. Jetzt ist es sozusagen der Rückweg zurück auf den Weg. Und hier geht es jetzt wieder regulär weiter. Und wenn ihr den Weg lauft, dann einfach die Markierung beachten, ich habe sie gezeigt. Man kommt also jetzt im Bild von links und dann sieht man hier die Abzweigung. Und es geht weiter auf dem Steinsträßle.
So, Thema hier ist die Stuttgarter Wasserversorgung. Da haben schon die Römer ihre Probleme gehabt, weil mit Wasser ist in Stuttgart nicht überall so ganz gut bestellt. Insbesondere nicht im Stuttgarter Talkessel. Und durch die hügelige Stadttopographie macht es das auch nicht einfacher. Die Hügel bilden zwar einen Quellhorizont, so in der mittleren Ebene häufig, wo dann Brunnen sind, aber in heißen Zeiten und die Zeit, in der die Römer hier waren, so die ersten beiden, 2,5 Jahrhunderte im ersten Jahrtausend, das waren klimatisch heiße Zeiten und da wird auch nicht so viel Wasser gewesen sein. Heute ist es so, dass im Donauried nördlich von Ulm Wasser angesaugt wird und über die Landesversorgung gebracht wird in den Wasserbehälter Rothenberg. Und das sind diese Stadtteile bis in die Stadtmitte und Zuffenhausen ein Teil, also so die östliche Seite der Stadt, die Neckarbezirke, Wanger, Hedelwing, das ist alles Landeswasser aus dem Donauried. Und die andere Seite, da kommt die Leitung von Bodensee nach Vaihingen. Und da sind wir angeschlossen. Hier seit 1958 ist der Wasserbehälter Hohenwart hinter mir, vor Ihnen zu sehen, der ein Fassungsvermögen hat von 30.000 Kubikmeter. Das ist einer von 29 Wasserbehältern im gesamten Netz mit insgesamt einer 500.000 Kubikmeter Fassungsvermögen. Und das Gesamtnetz geht von Siblingen am Bodensee, wo bei plus 5 Grad gleichbleibend in 60 Meter Tiefe angesaugt wird, über drei Ansaugstellen, das Ganze bis zur nördlichen Grenze nach Hessen, also bis nach über Tauberbischofsheim hinaus. Und da sind viele Gemeinden dran und derzeit kann man ja lesen und hören, es sind weitere Gemeinden, die da gerne dazukommen möchten, aber die Bodensee-Wasserversorgung tut da langsam. Es ist zwar so, dass das, was aus dem Bodensee rausgenommen wird, nicht einmal ein Müh dessen ist, was wieder reinregnet oder verdunstet oder durch Flüsse reinkommt. Also es ist nicht bedrohlich, ja, in keiner Weise, aber man muss es natürlich beobachten und deswegen tut man da langsam. Es ist auch so, dass die jetzigen Teilnehmer an der Bodensee-Wasserversorgung Rechte haben, die sie nicht alle ausnutzen. Ja? Und sie haben aber das Recht dazu. Deswegen kannst du nicht zu anderen hingeben. Wenn der dann sagt, jetzt brauche ich meine Menge, dann sieht es anders aus. Insgesamt ist das Leitungsnetz 1700 Kilometer lang. Und verzweigt, wie Sie sehen, es sind 130 Millionen Kubikmeter im Jahr, die da aus dem Bodensee entnommen werden. Über Stahlleitungen, über Gusseisenleitungen, über Betonleitungen, die teilweise über 2 Meter Durchmesser haben. Bis Tauberbischofsheim oben ist das Wasser 7 Tage unterwegs. Um den Druck aufrechtzuerhalten, gibt es 17 Pumpwerke dazwischen und 19 Ersatzstromanlagen, die bei Stromausfall den Wassertransport und die Pumpen tatsächlich mit Strom dann versorgen können, um da eine Sicherheit zu haben. Es ist natürlich eine Woche relativ lang, deswegen gibt es eine kleine Menge Chlor in dem Bodenseewasser, völlig unbedenklich gesundheitlich, aber um mikrobiologische Verschmutzungen von vornherein quasi wortwörtlich im Keim zu ersticken, gibt man das zu. So, und das ist wie gesagt der Wasserbehälter Hohenwart und an der Hasenbergsteige kennt man Wasserbehälter, am Fernsehturm kennt man Wasserbehälter, wir kennen ja diese Behälter. Teilweise im Trinkwassernetz von Stuttgart sind dann noch in der Halbhöhenlage welche. Die sind ein bisschen komplex, weil die natürlich in einer Zeit geschaffen wurden, wo der Wasserverbrauch anders war als heute, wo man halt einmal in der Woche gebadet hat, in einem Wasser, ja, die ganze Familie, die Mutter am Schluss, weil einer muss ja die Wanne putzen.
Und heute duschen manche zweimal am Tag und so, der Durchschnitt liegt bei 130 Liter Wasser pro Kopf der Bevölkerung im Verbrauch. Und da sind oftmals diese Zwischenwasserbehälter in der Hanglage zu klein und die kannst du nicht vergrößern, weil in dem Moment, wenn du sie umbaust, was technisch kein Problem wäre, darfst du das Dach nicht mehr betreten. Das ist EU-Recht. Und deswegen muss man halt die oberen entsprechend vergrößern und den Durchsatz erhöhen. Und ein großes Beispiel ist am Wasserturm in Dägerloch, wo eine starke Vergrößerung des Wasserbehälters stattgefunden hat. Ja, die Römer. Ich sagen muss, der Wasserverbrauch ist natürlich ziemlich zurückgegangen. Er ist jetzt zurückgegangen wieder. Ja. Es waren auch schon mal 140, 150 Liter vor ein paar Jahren. Das ist auf der Kurve. Ist schon, also geht runter. Ja. Geht jetzt langsam wieder hoch, aber zeitlang ist er zurückgegangen, weil vor allen Dingen die Firmen natürlich viel Möglichkeiten geschaffen haben, nicht weil es teuer war, nicht mehr so viel Wasser zu brauchen haben, Ersatzlösungen geschaffen zum Kühlen und so weiter. Genau. Ich wäsche mich auch bloß alle zwei Tage. Und mit dem Wäschlapper hoffentlich wieder Herr. Ich mache das wie der Ministerpräsident mir empfohlen hat. Und funktioniert wunderbar. Insbesondere kann ich jeden Tag schön mit dem Wäschlapper mal Frisur waschen. Sofern man da von Frisur sprechen kann. Man sieht noch den Abdruck, das ist weg. Man sieht die von der anderen Richtung. Ah ja, genau, ist da. Unser Zeichen ist verschwunden. Hier grenzen drei Weidegebiete aufeinander. Das Weidegebiet von Feuerbach, das Weidegebiet von Weilimdorf und das Weidegebiet von Bodnach. Frage, was wird da geweidet? Nicht das Schwarzwild oder das Rotwild, sondern da hat man tatsächlich Waldweide früher betrieben. Also man darf sich so im 18. Jahrhundert den Wald nicht so vorstellen, wie wir ihn heute kennen und schätzen, sondern eher so ein bisschen, naja, wie die Lüneburger Heide, sage ich immer, also mächtige einzelne Bäume, weil ansonsten sind die Viecher halt in den Wald getrieben worden und haben alles, was aus dem Boden rauskam, halt abgefressen. Ja? Und so hat kein Bäumle die Chance gehabt, sich zu entwickeln.
Und die waren da im Wald und man musste sie natürlich zusammentreiben. Und da war es natürlich wichtig, dass man sie auseinanderhalten kann. Und hier stand eine alte Eiche. Und in diese Eiche hat man Strohbüschel reingesteckt. Als Grenzmerkmal, wo Feuerbach ist, hat man da einen reingesteckt, Weilendorf da hinein, Rotlang da hinein. Und dann konnte man nicht durcheinander kommen und die Viecher wurden in die richtige Seite getrieben. Die Eiche ist schon lange nicht mehr da. Ja, den Namen gibt es noch als Gewandnamen, deswegen steht hier auch ein Schild. Standort Stroheiche. Und unser Schild, unser Wanderschild ist wohl abgefallen. Wir gehen nämlich jetzt nach rechts und da ist ein Schildchen dran. Und so wie wir bei unserer ersten Wanderung ein Stück weit auf dem Blaustrümpflerweg gelaufen sind und bei Botnang auf dem Kuckucksweg ein Stück gelaufen sind, gehen wir jetzt ein Stück auf dem Talkrabbeweg. Talkrabbe ist der Spitzname der Feuerbecher und deswegen haben die auch so einen Krabb, so einen Garstige auch ihr Schild, ihr Wanderzeichen drauf gemalt. Und das ist dran, unser Rössle fehlt. Der Talgrab ist dran, wir malen den Talgrab noch. Auf der anderen Seite ist dran. Hat sich jemand ein Souvenir mitgenommen? Ja, das ist schon mal Halbzeit. Und das ist Landeswald mit den drei Löwen, die Stauferlöwen, unser Landeswappen. Und das Gewand heißt die Schinnerbühne. Die Abteilung. Die Schinger, oder die Abteilung, die Waldabteilung. Die nicht. Abteilung genau. Also, und da gehen wir jetzt auch hin. Vorsicht wegen der Wurzeln hier. Ja. Wir gehen ein Stück weit hier rein. So, also, das sind die Reste einer der vielen
kleinen Burgen, die so Ende des 13., Anfang des 14. Jahrhunderts hier errichtet wurden. Das waren die Edelfreien von Tischingen, die sich hier damals niedergelassen haben. Damals in diesem Zeitpunkt noch ein ruhmreiches Geschlecht, das in Anstellung der Grafen von Württemberg quasi funktionierte. Später mit der Vergrößerung der Familie und durch die Realerbteilung, die Zerteilung des Besitzes, war das Geld knapp und man hat sich so ein bisschen den Lebensunterhalt damit verdient, dass man drüben auf der Steinstraße, also auf der Römerstraße, Fuhrwerke überfallen hat, ausgeplündert hat oder Lösegeld verlangt hat. Ja, das war eigentlich eine übliche Sache. Das haben die Ritter von Frauenberg in Feuerbach genauso gemacht beim Feuerbacher Tal. Und so haben es die Tischinger auch gemacht. Bezeugt ist zum Beispiel im Jahr 1446 ein Räuber namens Hans von Tischingen. Ja, und der noch, ich bin ja habe meine Jugend in Weilimdorf verbracht und da hatte das nur einen Namen, es war die Räuberburg. Ja. Und so heißt sie auch schon lange, nicht erst seit ich dort als junger Mensch war, sondern schon viel vorher. Es ist eine Kernburg, die ungefähr eine Größe von 30 auf 15 Meter hat. Und auf der rechten Seite sieht man die Grundmauern eines quadratischen Wehrturmes, der wohl um die 20 Meter hoch gewesen sein muss. Auf der linken Seite sieht man Grundrisse eines Wohngebäudes. Da weiß man, dass es innen teilweise verputzt war und bemalt war. Ja, Gerhard Wein, ein Historiker und Archäologe, hat in den 1950er Jahren so ziemlich sämtliche Burganlagen in Stuttgart untersucht und drei Bücher darüber verfasst. Und ein Buch befasst sich eigentlich nur mit dem alten Schloss. Ja. Aber die anderen beiden Bücher, die gehen dann in die Tiefe. Der Häsnacher Burg, der Forstburg, die ist schon immer... und ewig nimmer gibt und beschreibt halt auch diese Burg Tischingen, die er damals untersucht hat und ausgegraben. Er fand Tongefäßscherben, er fand Ofenkacheln, Hohlziegel, Eisenteile und Münzen, die auch auf das Alter hindeuten, wann die Blütezeit der Burg war, nämlich so zwischen 1300 und 1400. In diesen 100 Jahren danach hat es mit der Räuberei angefangen. Man hat auch Armbrustbolzen gefunden. Abgebogene, stumpfe Spitzen hatten die, also die waren benutzt. Und zeigt, dass wohl eine Belagerung stattgefunden hat, bevor die Burg letztendlich zerstört wurde. Es gab Glastafeln, es müssen also manche Fenster verglast gewesen sein in dieser Zeit, was darauf hinweist, dass doch... eine Blütezeit da war, wo man sich sowas leisten konnte. Es sind aber große Teile noch nicht erforscht und da liegt sicherlich noch manches im Untergrund. Es ist jetzt ein Zaun drumherum, so dass man zwar hinein kann, aber möglichst nicht mit dem Fahrrad, weil die Downhill-Fahrer, die so durch den Wald preschen, die preschen auch durch das Burggelände und in die Hohlwege zwischen der Vorburg und der Hauptburg. Und das hat mich noch zu Zeiten, als ich für den Denkmalschutz verantwortlich war, viele, viele Anrufe und Diskussionen gekostet, die von Weilendorf sich gemeldet haben und wieder ist was kaputt und wieder ist da was passiert. Da hat man sich mit dem Forstamt in Verbindung gesetzt. Und das ist also eine ungute Sache, dass das so unkommt. Jetzt mit dem Zaun hoffe ich, dass es vielleicht ein bisschen besser wird. Ich habe mal geguckt, weil das kann sich nicht jeder so vorstellen mit so einem Gemäuer. Ja, also diese Skizze, die da unten drauf ist, die sieht man auch hier. Ja. Also da war das Haus und ein Keller hat es gehabt und das war der Turm. Also der Turm war schon sehr bemerkenswert. Und da davor zum Tal hin eine 12 Meter wahrscheinlich hohe Schildmauer, also eine sehr hohe. Und ich habe mal geguckt, ob es irgendwo ein Foto gibt von einer Burg, die ungefähr vielleicht so aussieht, wie die mal ausgesehen haben könnte. Also Hypothese und da ist das. Also das passt so ungefähr mit dem Grundriss ein bisschen zusammen. Dann kann man sich das vielleicht ein bisschen besser vorstellen. Aber wie gesagt,
so Ende 15. Jahrhundert spätestens war die Burg zerstört, wahrscheinlich sogar noch ein bisschen später im 30-jährigen Krieg. Darauf weist auch das mit den Armbrüsten ein bisschen hin und was man sonst noch gefunden hat. Ja, also ein Relikt aus der Vergangenheit hier im Wald, im nördlichen Stuttgart. Und so hat fast jeder Stadtbezirk irgend so eine Art Burg. Ja, ob es die Hofener Burg ist, die größte Anlage, die es in der Weise gibt. Oder in Hedelfingen gibt es. Und überall findet man irgendwelche Reste, weil es waren halt edelfreie Geschlechter, die waren keine Grafen. Ja. Die waren so, ja, heute würde man sagen, so das abgehobene, vermögende Bürgertum. Und die haben sich in dieser Zeit ab dem 13. Jahrhundert gerne so einen Höhensitz geleistet. Später war das dann nicht mehr modern, ja, weil da ist kein Luxus. Ja, also da ist auch keine Wasserleitung oder nichts. Weil man hat sich dann eher Stadtschlösser gemacht oder Villen in der Stadt, feste Gebäude in der Stadt gebaut. Und das Blöde ist, dass viele der Adligen, die sich dann Stadtschlösschen gebaut haben, die Steine von ihrer Familienburg geholt haben. Ja, und auch deswegen ist oftmals wenig noch da. Und das, was noch da war, das haben sich dann auch andere geholt. Ja, also die wurden halt als Steinbruch genutzt, weil das, was wir heute haben, ja, diese Vergangenheitsbeziehung, das wir wissen wollen und sehen wollen und erhalten wollen und alles, das ist eine Geschichte des späten 20. Jahrhunderts, das gab es vorher nicht. Ja. Alles, was alt war, muss weg und dann macht man was Neues und wenn man das Alte dafür nutzen kann, ist umso besser. Ja, dann gehen wir wieder zum Weg und wandern weiter auf den Rössesweg.
Also normalerweise würden wir jetzt diesen Naturweg gehen, aber weil es dann doch geregnet hat oder so, gehen wir heute mal parallel den sauberen Weg. Mhm. Wenn wir wieder in zivilisierte Gegenden kommen, nach Weil im Dorf. Und auch das stammt von den Römern ab. Alles, was Weil heißt, stammt vom lateinischen Wort Villa. Und was eine Villa ist, das wissen Sie wahrscheinlich von Ihrem Zuhause her, wenn Sie in einer solchen wohnen. Es ist ein größeres Gebäude. Meistens war es halt ein Gutshof, eine Villa Rusticae, wo halt auch Reisende versorgt wurden, wie an der Raststätte, kann man vielleicht auch sagen, oder landwirtschaftliche Güter verkauft wurden. Und es gibt aber auch ein Weil der Stadt und es gibt auch ein Weil im Schönbuch und es gibt ein Weil bei Esslingen. Und irgendwann hat man mal Karten gezeichnet und war überregional unterwegs. Das war so am Anfang des zweiten Jahrtausends und da brauchte man ein Unterscheidungsmerkmal zwischen den vielen Weils. Und genauso zwischen den mehreren Gerlingens. Ja, da gab es dann ein Holzgerlingen zum Beispiel zur Unterscheidung von diesem Gerlingen. Oder ein Weil der Stadt, Weil im Dorf, Weil im Schönbuch, Weil bei Esslingen. Ja. So, also römische Zeiten, da haben wir heute schon einiges gehört. Weil im Dorf selber ist heute ein Stuttgarter Stadtbezirk, der ungefähr so knapp 30.000 Einwohner hat. Der Spitzname ist Hörnleshaas, weil die Weilimer, wie man sie auch nennt, so saure Wiesen gehabt haben und so kleine Äckerle. Und da soll mal einer von seinem Äckerle auf dem Bänkle gesessen sein und da schon mehrere Krügel Mosch getrunken haben. Er hat so schöne Obstbäume auf dem Äckerle gehabt, hat er immer gemostet. Und plötzlich hat er ein Tier gesehen, das aussah wie ein Has, aber das hat zwei Hörner gehabt. Und er ist fürchterlich erschrocken, ist ins Wirtshaus gerannt, in Ortnei, und hat es da erzählt. Ich habe einen Hörnleshaas gesehen, Aber Sie haben ja gesehen, welchen Zustand der da reintorkelt. Und es waren wohl auch etwas Feuerbacher in der Wirtschaft und die haben es dann rumverzählt. Und seitdem nennen wir die Weile immer Hörnleshaas. Ja, muss so ein Viech gewesen sein wie ein Wolpert. So kann man sich vielleicht vorstellen. Hier um uns herum ist ein großes Landschaftsschutzgebiet, das Lindental, seit langem. Und am Ende des Lindentales entspringt der Lindenbach, so unterhalb Schloss Solitude, fließt hier entlang durch Weil im Dorf. Und dort ist auch ein kleiner Brunnen, das Hasenbrunnen. Ja, ist also von Bildhauer Fritz von Gräfenitz, eine schöne Brunnenschale mit einem Has drauf. Das war für mich, bin in Weil im Dorf so meine Jugend ja verbracht, war das immer eine Aufgabe. An Ostern hat mich meine Mutter zum Haserbrünneli geschickt mit dem Fahrrad. Ich soll Wasser holen zum Kaffee machen. Das ist also besonders gutes Kaffeewasser gewesen. Das sind so meine Erinnerungen. Der neue Weil im Dorfer Friedhof ist hier gleich auf dieser Seite. In den 1960er, Ende 60er, Anfang 70er Jahre angelegt. Und wir gehen Richtung Pfaffenegger. Warum die so heißen, das erzähle ich Ihnen dann, wenn wir bei den Wohnhäusern stehen.
So, das war's. Ende der Tour. Ende der fünften Etappe hier am Schützenhaus, wie es früher hieß. Heißt ja sogar Schützenhausweg in Weilimdorf. Es geht weiter hier am 21., also auch Freitag, der 21. April nächsten Jahres. Da treffen wir uns an der Haltestelle Landauer Straße, wo Sie jetzt gleich hingehen werden. Und dann gehen wir hier hoch durch den Zuffenhäuser Stadtwald nach Zuffenhausen. Und dann machen wir die andere Hälfte sozusagen unserer Stuttgart-Rundwanderung. Bis dahin, vielleicht sieht man sich ja nochmal bei unserer Jahresendversammlung oder so. Ansonsten wünsche ich Ihnen alles Gute. Bleiben Sie gesund und fit, ja, und wanderfreudig. Und unterstützen Sie weiter unseren Verein. Sie wissen, wir haben Großes vor. Die Sanierung des alten Armenhauses. Und diejenigen unter Ihnen, die, weiß ja nicht, wer Mitglied ist und wer nicht. Wer nicht Mitglied ist, darf ich bitten, eine Spende zu hinterlassen. Hinterlassen für unsere Vorhaben, für das alte Armenhaus und ansonsten alles Gute. Dankeschön. Danke auch fürs Zuschauen und bis nächstes Jahr. Ciao.